Hallo Leute, heute mal wieder ein Video von uns und zwar geht es um Passat B8 3G. Wir haben hier einen 2015-2016er Limousine, 2 Liter TFSI mit 220 PS. Geht eigentlich auch weniger um Motor in diese Geschichte. Wir dürfen mal wieder ein Fahrwerk bzw. Tieferlegungen einbauen. Zum Fahrwerk, es ist das Standardfahrwerk, das elektronische DCC. Wir haben mit dem Kunden gesprochen. Er hat sich jetzt zum Schluss für die Aibach Gewindefedern entschieden. Gewindefedern sind es eigentlich nicht wirklich. Ich nenne es jetzt mal Aibach Tieferlegungsfedern, weil vorne kommen normale Federn rein ohne Verstellung und nur die Hinterachse ist wie bei gängigen Gewindefahrwerken halt mit einem kleinen Federteller, sodass wir quasi an der Vorderachse die Höhe gar nicht einstellen können. Also da müssen wir das nehmen, was wir von Aibach kriegen, beziehungsweise die Tieferlegung, die sich durch die Tieferlegungsfedern ergeben. Und an der Hinterachse, wie gesagt, haben wir die Möglichkeit, das noch über einen Verstellteller nachzustellen. Ja, das ist jetzt mal wieder was anderes, mal nicht ein Gewindefahrwerk, ist halt, sagen wir so, relativ neues Auto, Alltagsauto. Und da probieren wir das mal aus, unter anderem auch, weil halt der Kunde das DDC, das elektronische Fahrwerk, beibehalten will. Und das ist für uns mal wieder schön. Wir machen eine Tieferlegung mit ein paar Federn und können dann mal gucken, wie zum Beispiel diese Aibach-Federn mit den Serienstoßdämpfern, dem DDC, zusammenarbeiten. Deswegen wollen wir jetzt hier auch ein Video drüber machen, weil wir dann halt zum Schluss noch mal ein bisschen fahren können. Und was im gleichen Atemzug noch dazu kommt, er kriegt noch ein paar 20 Zoll Sommeralus. Und wie gesagt, das finde ich eigentlich eine schöne Sache. Ihr könnt euch das dann mal angucken, könnt mal sehen, wie wir über das Fahrwerk sprechen, beziehungsweise wie wir das Fahrwerk jetzt empfinden. Und deswegen machen wir jetzt einfach mal wieder mal ein schönes Video drüber. Ich würde sagen, ich fahre das Auto rein, wir gucken uns dann drinnen nochmal die Gewindefedern an, beziehungsweise nicht Gewindefedern, die Federn hinten mit Gewindeverstellung. Dann seht ihr auch, was ich meine. Und dann ist Christian auch schon am Zuge, die ganze Sache hier in das Auto einzubauen. Ich habe mich jetzt nochmal mit einem Maßband bewaffnet und wir machen jetzt gleich, oder beziehungsweise wir messen jetzt gleich mal, eigentlich jetzt vorher halt, ne? Also jetzt, ne? Nachher vorher genannt oder nachher genannt. Messen wir Vorderachse, Hinterachse, damit wir euch auch nochmal ein paar schöne Werte geben können, was die Federn dann an Tieferlegung wirklich effektiv bringen. So, das sind wir jetzt vorne bei 38,5, ja, ca. 38,5, 38,6. Hinten ungefähr 38,8. So, da haben wir jetzt erstmal unser Teil erledigt. Rein. Dann ist Christian dran. Christian muss jetzt gerade noch eine Unterdruckleitung an Touareg wechseln. Ich hoffe, dass er das in den nächsten paar Minuten fertig kriegt. Und dann geht es rein, Hebebühne und wir gucken uns die Federn an. So, wie ihr seht, Christian war schon fleißig, die Kolben fahren zur Seite, die hinteren Querlenker hängen schon unten. Habe ich jetzt nochmal das Paket hergestellt, was der Passat jetzt verpasst kriegt. Wie gesagt, 20 Zoll von Wheelworld, hat sich der Kunde alles rausgesucht. Reifen ist jetzt in 235-35-20 drauf von Kumo. Reifendrucksensoren sind drin. Das ist, wie gesagt, das wird sich dann erst wirklich zeigen, wenn es auf dem Auto drauf ist. Den räumen wir jetzt auch gleich mal zur Seite, dass ich ein bisschen weiter drüben rankomme. Und was wir jetzt nochmal angucken wollten, waren ja die Federn. Das sind quasi die vorderen Federn oder beziehungsweise die Federn für die Vorderachse mit neuen Federwegsbegrenzer sind hier mit dabei im Paket. Der Verstellschlüssel für hinten und das sind quasi die Hinterachsfedern mit dem Verstellteller. Also sagen wir so, wie es jetzt hier steht, wäre es ein konventionelles Fahrwerk, also Tieferlegungsfahrwerk. Und hier hat Aibach halt bzw. Diemann noch Verstellteller für die Hinterachse mitgeliefert, dass du halt einfach die Höhe ein bisschen schöner anpassen kannst, weil oft kommt es ja vor, dass du Tieferlegungsfedern hast, wo dann, ich sage jetzt mal, das Heck ein bisschen tiefer ist wie gewünscht oder halt optisch das nicht so wirklich hergibt, weil das Heck einfach optisch tiefer vorkommt. Dafür gibt es hier die Verstellteller.
Und ja, das ist jetzt das, was ich nochmal zeigen wollte. Und dann kann Christian jetzt nämlich hier frisch fröhlich weitermachen. Weil im eingebauten Zustand wäre es halt ein bisschen schlecht gewesen, das noch zu zeigen. Verstellbereich müssen wir nachher nochmal ins Gutachten gucken. Also ich sage jetzt mal so, es wird jetzt ungefähr 2 cm hergeben. Muss ich mal berechnen. Ne? Ja, also das ist quasi das Gewinde. Müssen noch mal Gutachten gucken, wie weit das Gewinde hier mindestens drauf sein muss. Wie gesagt, ich sage jetzt mal realistisch, schätze ich mal, wirst du ungefähr so 2 cm Verstellbereich hier an der Stellschraube haben. Was aber durch die Hebelübersetzung zum Rad, also 2 cm sind mindestens 3,5 cm außen am Kotflügel. Ne? Ja. Muss ich Christian mal fragen, weil du halt die Feder sitzt ungefähr so bei einem Drittel von Querlenker und dementsprechend, wenn du das hier höher schraubst, geht natürlich hier außen der Querlenker wesentlich weiter hoch und runter, sodass, wie gesagt, ich denke mal, die 2 cm effektiver Verstellbereich auch am Rathaus relativ viel ausmachen. Ist ja, wie gesagt, jetzt nicht zu vergleichen mit einem Gewindefahrwerk, wo du halt wirklich jetzt vorne und hinten die Tiefe einstellst. Das ist wirklich, finde ich, jetzt eine optische Sache, um einfach so ein bisschen das Niveau zwischen Vorder- und Hinterachse einstellen zu können. Ist ganz okay, wie gesagt, bauen wir jetzt das erste Mal ein. Christian wird es dann einstellen und dann gibt es natürlich noch mehr Videos, mehr Bilder und weiter geht's. So, Passat nach unten. Hinten haben wir mal jetzt knapp das Gewinde in die Mitte gestellt und jetzt gucken wir einfach mal, was rauskommt. Okay. Vorne ist okay. Handbremse ist nicht, die elektronische. Okay. So, vorne S und hinten O. Prinzipiell sieht es nicht ganz schlecht aus, aber hinten kann man wahrscheinlich wirklich auf Minimum runterleiern. Ist das Minimum? Naja, guck mal, das sind schon. Naja, also Zentimeter würde ich vielleicht sagen. Ob sehr viel mehr ist, hinten noch kaum nicht mehr da. Gucken wir nochmal, wo wir gelandet sind. Also, das ist jetzt zu Standort ungefähr 1,5-2 cm tiefer. Und vorne sind wir 3,5 ungefähr. Also entspricht das jetzt ungefähr 35-20. 35-20. Ja. Sieht aber gleich ganz anders aus, das Auto, ja. Ja. Schön. Gefällt auch. Ja. Bulliger auch. Wesentlich bulliger. Nicht mehr so spindeldürr. Da würde ich sagen, nochmal hoch, hinten runter. Und dann gucken wir noch mal, wie es hinten aussieht. So sieht es aber im Verhältnis zu vorne relativ vernünftig aus. Dafür klappern die Federn, also nicht schiffkonform. Wie viel denkst du, dass du wieder höher schrauben musst, damit sie nicht klappern? 5 mm. Ja, wir können nochmal anheben. Das Problem ist, dann hat die auch von Haus aus schon ablassen. Ja. Ja, du willst doch von mir ablassen, ne? Was will ich ablassen? Drehst du schon? Ja. Ich drehe immer. Wir sind immer online. Wow, 35, das sind jetzt die 3,5 cm. Mit Klapper, bitte. Was hast du gesagt, willst du ablassen? Du hast gerade irgendwas gesagt, wenn wir mal höher schrauben, was will ich dann ablassen? Nee, gar nicht ablassen. Ich wollte das Auto danach noch ablassen, weil ich nicht wusste, dass du drehst. Jedenfalls jetzt mal jetzt schon mal ganz schön viel dumme Scheiße. Ja, das macht nichts. Deiner mag das. Ja, kannst du da überall reinschneiden. Reinschneiden. Weil ich ehrlich sagen muss, dass der hinten theoretisch auch 5 mm noch hoch könnte.
Nee, von der Schwellerkante her nicht. Nee, von der Schwellerkante her gar nicht. Nee, da müsste eigentlich noch runter, aber wenn du da hinten noch 3 cm runter Radlauf hinten anguckst. Ich würde den so hinten erstmal so lassen, weil der ganze Schraube sich erst versetzen muss. Ja. Aber wie gesagt, 5 mm nehmen trotzdem hoch für den TÜV. Die 5 mm. Eine klappernde Feder ist. Das geht nicht. Brauchen wir nicht weiter drüber reden. Da stellen wir jetzt ganz knapp auf Vorspannung ein und dann gucken wir nochmal. Gut, schön, wie gesagt, so ganz so einfach mit, wir bauen mal schnell ein und sind fertig, ist es nicht. Wir stellen jetzt die Federn hinten noch ein bisschen ein, gucken nochmal, wie er dann steht und dann ist morgen früh Achsvermessung, also Achsen wieder festziehen und dann morgen früh Achsvermessung. Ja, schauen wir mal, bis gleich. Der ist ziemlich tief vorher geworden. Und hinten ist auch schon tiefer. Bisschen. Also wenn das sich noch setzt. Ja, ich würde ihn auch so stehen lassen. Also von hinten, wenn du jetzt das Heck wegfahren siehst, sieht aus wie ein Federn früher mal hätte aussehen sollen. Das Heck ist wirklich schön. Stell dich mal nur jetzt von hier und guck dir mal die Seitenpartie mit der Front an. Sieht richtig gut aus. Ja. Wir haben noch die Kotflügel übelst hier. Ja, also da haben wir so eine Tiefe mit 20 Zoll. Das Heck sieht aus wie ein schöner Fit, wie ein moderner Fit. Ja, sag mal, das Heck ist echt sexy. Gefällt mir. Ja, das Heck ist jetzt mit tiefer gelegt und ein bisschen breiter ist das Heck richtig schön geworden. Ja. Aber jetzt muss der Kotflügel reinfahren. Die heilige Füllung genommen hätte ich den ganzen Bodenfang gelassen. Ja. Ja, ein übelst schönes Auto. Ja. Gerade auch mit der Farbe. Ne? Wenn man halt überlegen müsste, ob man eventuell nicht den kompletten Grill macht, sondern wirklich nur oben die komplette Chromleiste, die ringsrum geht. Im Chrom, dass das quasi vorne nicht ganz so überlädt. Achso, die Leiste? Die oben, nur die oberste, die komplette durchgehende obere Leiste. Die haben die Kronleisten hier komplett weggemacht. Nee, das ist foliert. Nee, das ist foliert. Aber nicht hier drin. Das war schon immer schwarz. Ja. Die hier sind nur Kronleisten. Ja. Die kannst du aber doch machen. Nee, ich würde wahrscheinlich nur die obere machen. Ja, dadurch, dass du unten nochmal Chrom hast und ganz unten auch nochmal Chrom hast, könnte das vielleicht ein bisschen too much sein. Nee, anders. Die Streifen über den Scheinwerfer würde ich schwarz lassen. Weil es ist ja hier getrennt. Ja. Chrom. Ja, ich glaube, das sieht nicht. Meinst du nicht? Nee. Denke ich schon, weil das sieht baller aus wie ein böser Blick. Oh, Schulz. Ist das Ding an? Ja. Ja, gut. Also du jetzt vorne hinten Achsen festziehen? Nö. Schon lassen. Bei Feierabend. Ich weiß nicht, wie spät ist es denn? Keine Ahnung. Spurstangenknopf haben wir schon blöd. War also die Achsen fest, bevor die Spurstangenknopf löst. Vorne ist es blöd gefahren. Nein, warte. Spurstangenknopf kann ich noch lösen. Oh. Gut. Schön. Ist sogar fast wieder ein Auto draus geworden. Tipptopp. Einwandfrei. Weiter geht's. Christian löst jetzt noch die Spurstangenköpfe. Morgen früh ziehen wir die Achsen noch nach. Und dann gibt es eine Achsvermessung. So Leute, Passat ist fertig. Ich mache jetzt noch ein kurzes Abschlussvideo, beziehungsweise jetzt auch noch mal ein paar Bilder.
Einbau war okay, aber gut, wir bauen relativ viele Fahrwerke ein und bei so einem relativ neuen Auto gibt es auch relativ wenig Probleme. Von der Tieferlegung her muss ich ehrlich sagen, ist es wirklich sehr gut geworden, finde ich. Also dafür, dass vorne jetzt nur normale Federn dabei sind und hinten die Gewindeverstellung hast, finde ich, ist der Tieferlegungsgrad recht gut geworden. Hinten haben wir dann zum Schluss circa, ich glaube ein Drittel vom Gewinde ist noch übrig. Also du musst ihn schon relativ weit runternehmen, damit er relativ gerade dasteht. Also wie gesagt, in Verbindung mit den 20 Zöllern finde ich das Ergebnis ziemlich gut. Waren jetzt auch gerade beim TÜV, ist soweit alles durch. Worauf ich jetzt noch mal ein bisschen eingehen will, ist das Fahrverhalten von den Federn in Verbindung mit dem DDC-Fahrwerk. Ich bin dann heute, wo wir vom Prüfer abgeholt haben, beziehungsweise von der Eintragung abgeholt haben, bin ich mal ein paar Kilometer gefahren, um halt auch wirklich mal in jedem Modus zu sehen, wie verhalten sich die Federn zum Stoßdämpfer. Ich muss ehrlich sagen, im Komfortmodus, also wenn ich jetzt mal den Komfortmodus auf Komfort beziehe, ist es wirklich gut. Du merkst halt, dass das Fahrwerk hat trotz der Eibach-Federn, die für eine relative Härte eigentlich bekannt sind, in der Stadt schön Federungskomfort, über Land ist auch alles okay. Ich als Fahrwerksabstimmer merke natürlich, dass das Zusammenwirken von Feder und Stoßdämpfer nicht hundertprozentig zusammenpasst. Du hast schon hier und da noch mal ein bisschen Fehlbankbewegung, was ich jetzt aber auch mal auf den Komfort schiebe, oder auf den Komfortmodus. Ist aber wirklich jetzt Nölen oder Nängeln auf hohem Niveau. Also es ist im Komfortmodus wirklich gut. Es ist komfortabel, es wird nicht unangenehm, ist okay. Im Komfortmodus, sag ich jetzt mal so, fährt sich's ähnlich einem alten, sage ich jetzt mal, Audi S-Line M3 beziehungsweise diese alten R-Line Sportfahrwerke würde ich jetzt mal so einsortieren, damit vielleicht mal ein paar Leute so ein bisschen einen Vergleich haben. Im Modus Normal fährt sich's sehr sportlich. Also Modus Normal würde ich sagen, ist wirklich eine richtig geile Abstimmung Richtung niegelnagelneues S-Line, R-Line Fahrwerk. Also im Modus Normal würde ich es als wirklich gutes abgestimmtes Sportfahrwerk sehen. Gibt hier und da auch ein ganz kleines Manko, aber wie gesagt, das schulden ich jetzt halt mal meinen ganzen Abstimmungsarbeiten und den ganzen Sachen, die wir mit Fahrwerken machen. In einigen Stellen ist es im Modus Normal ein ganz kleinen Müh zu hart. Oder beziehungsweise merkst du schon etwas mehr Schläge. Aber wie gesagt, zu 95-98% arbeitet es im Normalmodus wie ein richtig gutes Sportfahrwerk. Im Komfortmodus wirklich sehr, sehr komfortabel Richtung sportlich straff. Was überhaupt nicht geht mit den Federn, ist der Sportmodus. Also wie gesagt, da könnt ihr jetzt auch drunter schreiben, wie auch immer. Das ist aber halt das Problem von den DDC-Fahrwerken, was wir bei anderen Autos auch schon festgestellt haben, Golf 7R und so weiter und so fort. Der Sportmodus ist mit diesen Federn maßlos übertrieben. Also es federt nicht gut, es ist zu hart. Jetzt sagen wieder, ja, Sportmodus muss hart sein. Nein, muss nicht. Hart heißt nicht gleich, dass du schnell oder gut fährst. Und ich muss ehrlich sagen, also der Sportmodus mit den Federn ist in keiner Situation in irgendeiner Art und Weise schön. Also es ist auf der Landstraße zu hüppelig, in der Stadt zu hart und so weiter und so fort. Also wenn mein Empfinden ist, dass zumindest so von den Abstimmungssachen, wenn ihr die Federn drin habt oder irgend sowas, könnt ihr euch eigentlich den Sportknopf komplett sparen. Also es funktioniert im Sportmodus für mein Empfinden überhaupt nicht. Die anderen zwei, wie gesagt, wirklich prima. Wie gesagt, ich bin noch von der Tieferlegung, ich bin noch von der Optik total begeistert. Es hat wirklich einmal frei geklappt. Wo ich bei der Probefahrt allerdings schon ein ganz kleines Manko habe, und ich glaube, da wird unser Kunde auch ein klitzekleines Problem kriegen. Ich bin der Meinung, dass vorne rechts
an einer Stelle der Reifen schon mal geschliffen hat, ganz leicht. Also bei den Bodensenkel bzw. irgendwo hatte ich ein ganz kurzes Ratschen. Ich tippe drauf, dass es der Reifen war. Bin jetzt allerdings noch nicht ganz hundertprozentig sicher, weil du hast auch hier, wie bei den ganzen Golfs, das Problem, dass du genau hier oben inne eine Schraube von der Rathausschale hast. Sieht jetzt wie gesagt hier ziemlich gut aus. Wir haben es auch verschränkt, der Prüfer hat es verschränkt, es hatte keinen Kontakt, war alles okay, aber irgendwo hatte ich beim Fahren einen ganz kleinen, so ein ganz kleines kurzes Geräusch, wo ich der Meinung war, das wird wahrscheinlich vorne rechts die Schraube hier oben gewesen sein. Müssen wir jetzt noch weiter beobachten. Wie gesagt, der Kunde ist hier aus der Gegend, kommt doch regelmäßig zu uns, sprich wir werden da auch noch Rückinfo kriegen von unserem Kunden. In der Hinsicht würde ich sagen, ich mache jetzt noch ein paar schöne Bilder, dass wir hier noch ein bisschen was zeigen können. Ich messe nachher auch noch mal die Abstände, was wir am Anfang des Videos gemacht haben, dass wir euch das noch mal einblenden können. Und ja, wie gesagt, ich finde es gelungen. Von DDC-Fahrwerk, Tieferlegung, Federn, alles okay, bis auf den Sportmodus. Also wenn ihr das haben wollt, ich kann es soweit empfehlen. Und ja, freue mich eigentlich dann auf die nächsten Fahrwerke. Bis später. So, ich habe mich jetzt gleich nochmal mit Maßband bewaffnet und wir gucken jetzt gleich nochmal nach. Ich habe jetzt die Maße nicht ganz im Kopf, aber wir können die euch einblenden. Vorne sind wir jetzt ungefähr bei 34,5. Ich glaube, das war vorher 36,38. Na gut, wir gucken nach, ist ja kein Problem. Und hinten sind wir ungefähr bei 35,4, 35,5. Also haben wir jetzt ganz grob einen Zentimeter hinten höher, wie er vorne ist, damit er ein bisschen die Keilform hat, beziehungsweise auch ein bisschen einrechnen. Und man belädt das Auto ja noch, dass es dann hinten nicht allzu sehr einsackt. Aber wie gesagt, jetzt gibt es noch ein paar Bilder und weiter geht's. No, 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 no.